Wie man an der Liebe maximal romantisch lebt, will jeder wissen, keiner hilft uns. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Das ist mal ein etwas anderes Video. Heute werde ich euch meine Sammlung oder meine Sachen zeigen, die ich von Preußen habe. Meine Preußensammlung. Das werdet ihr schon im Titel gelesen habt. Hier fangen wir erstmal an mit einer Preußenfahne, mit dem normalen preußischen Reichsadler. Eben die Preußenfahne und hier mit Hohenzollern. Hohenzollern hat nochmal schwarz und weiß. Und dann kommt jetzt auch, oder ist die Fahne untergefallen? Jetzt kommt hier das Buch, ein Buch über die Preußenkönige. Heinz Orff, Preußenkönige, ein Leben zwischen Hof und Refusie. Ja, schönes Buch. Hier ist jetzt ein Lesezeichen. Hier fangen wir erstmal an mit Friedrich I., König von Preußen von... So, hier ist Friedrich I., der Sohn vom großen Kurfürsten, ja, sag ich doch. Hier, er regierte von 1701 bis 1713. Hier, und die Geborenen werde ich jetzt nicht, also ich werde jetzt nur noch die Namen sagen. Der Soldatenkönig, Friedrich II., Friedrich der Große, also es sind seine beiden Namen, Friedrich Wilhelm II., Friedrich Wilhelm III., das ist der hier, Friedrich Wilhelm IV. Ist er hier, Wilhelm I., deutsche Kaiser, hier der 99-Tage-Kaiser, Friedrich III. Und der wohl bekannteste, Wilhelm II., letzter deutscher Kaiser. So, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsteile, die Büste von Kaiser Wilhelm I. Hier sind sehr viele Details bedacht, aus Porzellan. Hier ist das Preußenkreuz. Und ja, jetzt kommt der 99-Tage-Kaiser, sein Sohn, Friedrich II. Der Dritte. Entschuldigung, Friedrich der Dritte. Sehr gut gearbeitet, auch mit seinem Bart hier. Und jetzt kommt der bekannteste Kaiser, Friedrich Wilhelm II. Da ist er noch sehr jung in der Büste hier. Und ja, hier sieht man auch das deutsche Kreuz. Einen schönen Kragen hat er hier. Sehr gut gearbeitet. Und jetzt kommen wir zu den Münzen. Die Münze von Wilhelm I. Die Münze von Wilhelm I. Da war er noch nicht Kaiser von Deutschland, sondern nur König von Preußen. Die Münze mit dem schönen Reichsadler hier ist von 1867. Gerade nach seinem Amtsantritt. So, weiter geht's hier mit dieser Münze. Von dem 99-Tage-Kaiser Friedrich III. Hier, die ist 1888 geprägt worden im Dreikaiserjahr. Er war ja auch nur 99 Tage Kaiser. Ja, die ist halt gut gearbeitet und mit dem Adler, der ein wenig anders ist als der von seinem Großvater, von seinem Vater, Entschuldigung. Und jetzt kommen wir zur letzten Münze. Hier, Wilhelm II., Kaiser von Deutschland. Ja, die ist von 1910. Die erstens, also diese beiden hier sind aus Familienbestand und die hier habe ich mir selber noch geholt. Ich werde bald auch nochmal ein Video zu meinen anderen Münzen machen, aber von Preußen oder von Sachsen, aber alle von den Deutschen halt unter einem Kaiser, vom deutschen Kaiserreich, und ja, das wird aber ein anderes Video. Und ja, das war's eigentlich jetzt schon zu meiner Sammlung. Ciao, bis zum nächsten Mal und gebt einfach mal ein paar Daumen hoch, wenn euch das gefällt und ihr schnell die anderen Münzen haben wollt. Und die haben, was ich noch vergessen habe zu sagen, einen sehr großen Silberwert, also, und den Sammlerwert. Ich schätze mal, die hier so, die hier ist auf jeden Fall über 100 Euro wert. Und das war's von mir. Ich bin raus. Ciao, ciao.